Hi Leute, mein Name ist David und jetzt stelle ich euch das neue Diamant 247 vor. Wie wir hier sehen, haben wir es mit einem Fitnessbike zu tun, welches für Frauen konzipiert wurde. Das sieht man an dem Oberrohr. Bei der männlichen Variante fällt dies nämlich deutlich flacher ab. Der Rahmen sieht deshalb so gut aus, weil er die Züge innen verlegt hat. Das hat zum anderen den Vorteil, dass ihr die Züge weniger warten müsst, da sie so vor Wind und Wetter geschützt sind. Zudem ist ein Schutzblech vorne und hinten montiert, welches euch vor Spritzwasser schützt. Vorne haben wir hier ein Bontrager Laufrad montiert mit einer Shimano-Nabe, die sorgt für genügend Strom für das Achsvorderlicht und eine Rückblende, die auch eine Standlichtfunktion hat. Die Laufräder von Bontrager sind gut in der Stadt zu fahren und haben genügend Grip auch in Kurven und haben zudem einen Reflektorstreifen, der euch auch von der Seite sichtbar macht bei schlechtem Wetter. Und dies ist auch wichtig für die Straßenverkehrsordnung. Mit dem Licht, mit dem Reflektorstreifen und den Reflektoren an den Pedalen ist das Fahrrad straßenverkehrstauglich. Nur dazu fehlt noch die Klingel, die ebenfalls am Lenker von Bontrager montiert ist. Der Lenker durch die ergonomische Form ermöglicht euch eine aufrechte, bequeme Sitzposition und durch den Retro-Sportsattel wird dieses nochmal gefördert. Insgesamt ist dieses Fahrrad in glänzend schwarz zu haben, was den Look sehr edel erscheinen lässt. Die Alugabel, die hier am Fahrrad verbaut ist, macht das Fahrrad nicht nur leichter, nein, es hält auch die Laufräder spurtreu. Hinten am Fahrrad haben wir eine Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung. Mit den 8 Gängen habt ihr genügend Auswahl für leichte Anstiege, aber auch für schnellere Fahrten. Das Highlight des Fahrrads ist absolut, zumindest für mich, der Riemenantrieb von Gates. Der ist vollkommen wartungsarm und hat noch nicht mal Öl hier vorne. Das heißt, dass ihr nicht das Problem habt, dass Öl an eure Hose kommt. Zudem ist er auch vollkommen geräuschlos. Angesteuert wird die Schaltung durch den Shimano Schaltgriff hier vorne am Lenker und gebremst wird ebenfalls von den Shimano Bremsen. Diese sind hydraulische Scheibenbremsen von Shimano und bremsen euch bei jeder Geschwindigkeit, bei jedem Wetter sofort ab. Das Diamant 247 eignet sich für alle, die ein schickes Alltagsrad suchen, was straßenverkehrssicher ist. Zudem ist hinten auch noch ein Ständer montiert. Das Fahrrad gibt es bei uns im Shop schon für 999 Euro. Wenn ihr mal Probe fahren wollt, macht doch den Verfügbarkeitscheck und kommt in einer unserer Filialen. Ihr könnt es aber auch direkt unter fahrrad-xxl.de bestellen.